Ja oder nein? Nein oder ja? Oh, alle wollen zum Tornado, alle wollen zum Tornado. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Ich kann eure Gedanken nämlich lesen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village in der Early Access. Wir haben eine weitere Entscheidung zu treffen für unseren Stoßtrupp. Aber an der Stelle gleich noch einmal der Hinweis. Ich habe jetzt die Twitch Integrations aktiviert. Das ist hier gerade auch ein Livestream parallel, jetzt mal an die YouTube-Zuschauer. Es wird als Teil eines Livestreams aufgenommen, dieses Video. Und das bedeutet, zwei Dinge werden passieren. Zuschauer werden benannt oder umgekehrt, die Leute, die in die Siedlung reinkommen, werden nach Zuschauern benannt. Sobald jemand reinkommt, wird irgendwer aus dem Chat wohl ausgewählt, der dann da benannt wird als Mensch, Bürger. Und wenn der Onbu an eine Kreuzung kommt und ich sage, er soll in eine bestimmte Richtung gehen, dann können die Chat-Zuschauer entscheiden, ob der da lang gehen soll, wo ich gesagt habe, oder nicht. Also ihr seid dann quasi das Gewissen des Tieres. Nur so als Hinweis, falls ihr euch wundert, warum der Onbu bestimmte Sachen macht. Als deine Kundschafter über den Kamm der letzten Düne klettern, gibt sie den Blick auf eine große Oase voller Süßwasser frei. Doch ein Feld aus Kakteen versperrt den Zugang. Was können wir denn da machen? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Es muss eben weitergehen, dort hinunterzukommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Suche nach einem anderen Weg zur Oase. Wenn es keine Möglichkeit gibt, zum Wasser zu gelangen, sollten wir einfach etwas Sand sammeln. Vorsicht ist besser. Suche nach einem anderen Weg. Wir suchen mal nach einem anderen Weg. Mal gucken, ob das geht. Nachdem sie die gesamte Oase ohne Erfolg umrundet haben, sind deine Kundschafter nur noch durstiger. Sie ziehen mit ein paar Stöcken und Steinen weiter. Okay, na, immerhin haben wir wenigstens Ressourcen gekriegt. Hätte ja sein können, dass das klappt. So, dann lassen wir mal ablaufen, das Ganze. So, jetzt muss ich mich entscheiden schon, glaube ich. Ob ich links oder rechts gehe. Ich will mal... Ich gehe geradeaus weiter, nach Norden. Ah ja, guck mal. Spielbär bittet Onbu, nach Norden zu gehen. Soll es dem gehorchen? So, jetzt könnt ihr, glaube ich, im Chat dann eingeben, ja oder nein. Gleich zwei Leute schon nein eingegeben haben. Herrlich. Hey, was ist denn da los? Ihr Verrückten, ihr seid ja alle hier kontra. Ah, jetzt hier Connors rein. Das ist schon lustig irgendwie. 50-50. Da geht's in die andere Richtung. Oh, der Countdown läuft, der Countdown läuft. Ha, ja, mit einer Stimme Vorsprung, eine Stimme Vorsprung. Ich habe übrigens nicht in Chat geschrieben, ja. Juhu, es hat funktioniert. Krass, 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 krass. Vor allem das Geile ist dieser Chatverlauf, der besteht einfach nur noch aus Ja und Nein. Ja, Nein, Ja, Nein, Nein, Ja, Na, Nein, Na, Ja, 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 Ja. Voll lustig, Mann. Das ist voll lustig. Twitch wird sich wahrscheinlich denken, was zur Hölle ist denn bei dem im Live-Chat los? Alle schreiben doch ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja, 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 nein, ja. Nö. Einer hat nö geschrieben. Einer schämt euch. Sehr gut. Einer hat schade geschrieben. Das zählt alles nicht, wenn ihr sowas schreibt. Ihr müsst ja oder nein schreiben. Genau. Ja, nein, doch. Nein, doch, oh. Toastbrot ist auch schön. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Der Wahnsinn. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns The Wandering Village reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie lustig ihr das findet. Jetzt müsste es noch irgendwie eine YouTube-Integration geben, ne? Aber das ist natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen, so zeitlich versetzt. Komposthaufen haben wir hier. Kompostiert Dung. Ja, stimmt, Dung. Ah, aber wir machen mal auch hier gleich noch den Steinbruch, weil dann kriegen wir nämlich Steine aus dem Steinbruch. Machen wir das mal. Falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen komisch spreche, es hat mich jetzt doch die Rona erwischt. Wohl. Ich habe zwar noch keinen Test gemacht, aber es ist sehr wahrscheinlich Rona. Deswegen bin ich jetzt an der Stelle ein bisschen bedeckt in meiner Stimme. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht muss ich die nächsten Tage mal aussetzen. Nur so, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass mich das jetzt auch ereilt hat. Wenn es mich ereilt, ja, mein Tagesablauf besteht quasi zu 98% aus Internet und Streams und Aufnehmen und hast du nicht gesehen, Videos schneiden und rumhocken. Wenn es mich erwischt, dann erwischt es jeden, kann ich an der Stelle schon mal gleich sagen. Also,
dann gibt es da keinen Weg dran vorbei, dann geht die Fackel nicht an einem vorüber. Das ist definitiv so. Irgendwie früher oder später habe ich es gesehen. Egal. Mais ist erforscht, genau. Ah, wir müssen jetzt hier mal umstellen. Genau, wir müssen jetzt hier mal auf Mais umstellen. Bei der Farm hier. Weil nämlich unsere Rüben hier in der Wüste wachsen nämlich nicht. Und das ist ungünstig. Das wollen wir nicht. Wir wollen Nahrung bekommen, Essen und alles Mögliche. Und hier hat nämlich jetzt auch die Küche kein Essen mehr. Was können wir denn jetzt hier noch anpflanzen? Polenta, das ist aus Mais, ja. Polenta, was gibt's noch? Bärenmüsli, Rübensuppe, Polenta. Dann machen wir mal Polenta. Polenta, Polenta. Lecker Polenta. Das kann jetzt natürlich bedeuten, dass wir erstmal ein bisschen einen Nahrungsengpass haben. So temporär zumindest. Ah, hier ist das Silo. Ich bin auch blind. Ich habe mich die letzten Male immer gefragt, wo das Essen eigentlich eingelagert wird. Natürlich im Silo, lol. Guck mal, wir haben noch 3 Suppen übrig. Und 41 Beeren. Und ein paar Rüben noch. Einige von den Kommentaren unter den ersten Episoden waren sehr schön. Haben auch einige sehr interessante Sachen geschrieben. Zum Beispiel meinte jemand, dass die Entwicklerin, deren Name mir gerade entfallen ist, die mich übrigens auch angeschrieben hatte tatsächlich unter ihrem Namen, die ist wohl irgendwie jetzt so ein Superstar in Österreich und der Schweiz irgendwie, so ein Entwickler-Superstar. Und die hat irgendwie schon Preise abgeräumt auch für das Spiel. Also ist wohl schon in dieser, wie sagt man, dieser professionellen Ebene ist die schon sehr bekannt und der Name wird auch extrem gehypt von ihr. Und ja, bei uns ist er noch ein bisschen unbekannt, aber das könnte sich jetzt mit Wandering Village wahrscheinlich ändern. Und die hatte auch mal irgendwie einen Podcast gemacht mit irgendeiner bekannteren Journalistin irgendwie. Oder hat die einen Podcast gemacht? Ich weiß, ich war auf jeden Fall in irgendeinem Interview mit so einer bekannteren Journalistin. Hier Hazel irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekannter Name und die hat wohl auch einiges auf dem Kasten. Merkt man ja auch. Ich meine, bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel sehr gut. Gameplay technisch auf jeden Fall toll. Ich finde auch das ganze Design und dieses ganze, die ganze Aufmachung finde ich sehr gut. Also man kommt sofort richtig gut rein und ja, gibt eigentlich nichts zu meckern soweit. Auch Fehler habe ich bisher nicht festgestellt. Also wie gesagt, und dafür, dass das Early Access ist, muss ich sagen, das ist ja immer so ein Indiz für mich, wenn das ein Early Access Spiel ist und wir sind ja noch vor der Early Access gerade, also ich spiele das ja noch vorher und das läuft schon gut ohne Fehler und das Gameplay funktioniert und so, dann ist das für mich immer schon ein gutes Zeichen eigentlich. Auch unabhängig davon, ob mir das Spiel selber jetzt groß gefällt oder nicht, aber das ist immer schon ein gutes Zeichen, wenn da schon die Basics funktionieren, ja. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn nämlich die Basics nicht funktionieren, sage ich immer, dann fällt es mir immer schon recht schwer zu glauben, dass der Rest dann irgendwie auch was wird. Ne? Wenn ein Entwickler bei den Basics versagt, dann kannst du eigentlich schon damit rechnen, dass der Rest nicht funktionieren wird. Aber wenn die Basics schon gut sind und das andere alles stimmt, dann habe ich da auch sehr großen Optimismus, dass das auch ein gutes Spiel ist. Oder auch ein gutes Spiel wird am Ende der Early Access. Das ist immer so ein bisschen, ne? Kann man mal ein bisschen drauf achten. Auch das Interface gefällt mir, ja. Du siehst sofort auf den ersten Blick, was wichtig ist. Das Einzige, was so ein bisschen, aber das liegt ein bisschen an meinem Bildschirm, weil der so groß ist, dass hier unten in der Ecke sind halt die Nachrichten so ein bisschen. Da muss ich mich halt so ein bisschen, ja, er schläft wieder. Da muss ich mich halt so ein bisschen dann dran denken einfach, dass ich dann auch mal nach links unten gucke. Genau, aber wir müssen mal gucken wegen Expedition. Haben wir Gift gerade wieder? Nee, Gift ist nichts. Weil hier steht irgendwas von Gift. Ach so, nee, dieser Ort ist nicht von Gift betroffen. Siehst du? Das ist halt, weil ich immer den Kopf drehen muss, um das zu lesen. Ich sehe das immer nur aus dem Augenwinkel. Dieser Ort ist nicht von Gift betroffen. Essen geht jetzt ganz schön rapide nach unten. Ich hoffe, der Mais braucht nicht zu lange, um zu wachsen. Aber hier sieht man schon, da ist schon was am Start. Also, ah, da wird schon geerntet, oder? Ich glaube, der erntet da schon. Dann haben wir es noch gerade so rechtzeitig hingekriegt mit dem Mais. Okay, warte mal, da wollte ich jetzt mal gucken, Karte. Wir müssen mal Expeditionen wieder starten hier. Kundschafter schicken hier, genau. So, und was haben wir denn eigentlich jetzt noch zum Bauen? Du hast eine Dürre. Naja, das ist, glaube ich, nur wegen der Wüste, wo wir gerade sind. Dürre, da ist allgemein, glaube ich, immer Dürre in der Wüste. Und Wasser kriegen wir ja, glaube ich, von den Kakteen. Ich glaube, das war ja der Sinn. Genau, Wasser kommt aus den Kakteen. Das heißt, wir haben eine Wasserversorgung. Wir sind nicht völlig auf dem Trockenen. Und ja, das müsste eigentlich dann alles passen soweit.
So, jetzt wollte ich gucken, was hatten wir denn vor zu bauen? Warte mal, wir haben zuletzt hier diesen Futterspender gebaut und das Horn. Die Tröte, den Hornbläser. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt können wir ja mal hier hinten den Dummsammler mal bauen. Für den Onbu. Hatte ich den Doktor schon? Ja, den Doktor hatte ich auch schon. Wo ist denn der? Mistsammler, genau. Hier schön hinten am Popo. Immer schön an Popo bauen, den Dungsammler. Dann kriegen wir nämlich auch Dung. Ah ja, und das Sägewerk, genau. Das müssen wir hier neben diesen Stamm bauen. Das können wir gleich mal machen, weil dann ist es nämlich direkt hier dran an dem Gebäude. Machen wir mal die zwei Gebäude. Sägewerk und Mistsammler, genau. Platten und sowas alles müssten wir ja eigentlich haben. Warte mal, fünf... Okay, fünf Steinplatten und so. Warum haben wir so wenig Steinplatten? Was ist da los? Wie kann das sein? Da müssen wir mal hier nochmal ein bisschen Befehle geben, dass die mal ein bisschen mehr Steine sammeln hier. So. Genau. Hat auch jemand gesagt, der Luftballonverbrauch beim Ressourcenabfarmen ist sehr hoch. Immer, es muss ständig immer einer einen Luftballon aufblasen, wenn man einen Baum oder einen Stein entfernen möchte. Herrlich. Da ist irgendeiner ist da immer nur am Blasen die ganze Zeit. Sehr schön. Eine lange Dürre liegt noch vor dir. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn eine lange Dürre vor mir liegt. Lies mal, was bei den gelben Bäumen steht zur Info. Bei den gelben Bäumen, warte. Ja, das wurde auch irgendwie gesagt, dass ich da mal gucken soll. Mutterbaum produziert Setzlinge, die von einer Baumschule... Oh, dann sollte ich die vielleicht nicht umfällen, wa? Die Mutterbäume. Ich dachte, das wären irgendwie so Bäume, die schon so ein bisschen am Verdorren sind. Ich dachte, das wären so eher Bäume, die eher... Warte mal, dann bricht das mal ab. Aber dann sind ja ganz schön viele Mutterbäume, ne? Nein! Und die kleinen Babys hier machen wir auch nicht weg. Ja gut, also nur die grünen Bäume umfällen quasi. Nur das, wo Baum steht. Ich weiß nicht, da hätte ich irgendwie gerne vielleicht noch einen Filter. Dass man vielleicht die wichtigen Pflanzen nur ausge... Ah, guck mal, hier zum Beispiel sowas. Nur ausgewachsene Objekte entfernen. Warte mal, lässt der dann, wenn ich die Bäume auswähle, lässt der dann die Mutterbäume aus? Nee, lässt er nicht, okay. Er lässt die Mutterbäume dann nicht aus. Weil sie sind ja auch ausgewachsen, das sind Bäume. Also muss man bei den Mutterbäumen dann aufpassen. Wenn wir die stehen lassen, dann müssten wir eigentlich immer Holz kriegen normalerweise. Das macht der Hornbläser mit den Luftballons, wenn er gerade nicht dem Onbu blasen muss. Ja, das stimmt. Vielleicht werden normale Bäume zu Mutterbäumen. Das kann sein, wenn die lang genug stehen vielleicht, ne? Was es gar nicht zu geben scheint, sind tote Bäume irgendwie, ne? Also ich hatte eigentlich ja gedacht, dass die gelben Bäume irgendwie schon so ein bisschen tote Bäume sind. Dass die Mutterbäume sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, warte mal, sind das wirklich großer Mutterbaum? Guck mal, das ist sogar ein großer Mutterbaum. Kann bereits geerntet werden, aber erzeugt noch kleine Setzlinge, aha. Und, was ist dann die nächste Stufe? Da gibt es dann bestimmt noch mal eine nächste Stufe, wa? Na, mal gucken. Gibt es auch Mutterfelsen? Ja, das ist eine gute Frage. Die vermehren sich ja auch, die Felsen. Ich glaube, die tauchen einfach random auf hier in diesem verdörrten Bereich, so ein bisschen, die Felsen. Die das sind, glaube ich, keine Mutterfelsen. Wie sieht's denn eigentlich hier aus mit der Expedition? Ich mach mal wieder die Beschleunigung ein bisschen an, damit das alles ein bisschen schneller geht. Damit wir nicht so lange warten müssen immer, weil das dauert alles immer ganz schön lange. So, macht der hier jetzt wieder Essen? Ah ja, guck mal, Polenta wurde, glaube ich, schon produziert jetzt. Sehr gut. Es muss jetzt nur noch ein bisschen mehr Mais wachsen, aber ich glaube, wir haben den Verfall beim Essen, haben wir jetzt schon ein bisschen aufgefangen wieder. Also, das sieht doch gut aus soweit. Hier fehlen beim Doktor, beim Ombu-Doktor fehlen Arbeiter. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Das ist nicht so schön. Aber naja, müssen wir halt jetzt mal hoffen, dass der Onbu... Ah ja, den können wir mal wieder füttern, ne? 12% Hunger hat er. Dann würde ich sagen... Onbu füttern. Das ist immer lustig. Hui! Ham! Nom, 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 nom. Nicht schlecht. Und da geht der Hunger... gleich... nach unten. Jawohl, da ist er runtergegangen, der Hunger. Kundschafter sind zurückgekehrt, sie haben Eisenerz mitgebracht. Ah, sehr gut. Warte mal, dann gleich mal zur
zur Oase, würde ich sagen. Und dann nochmal versuchen, ob wir die Siedlung noch erwischen können. Nice. Ich glaube, bei der Oase gibt's Wasser. Wenn die denn da hinkommen. Beim letzten Mal sind sie ja irgendwie nicht durchgekommen. Wie sieht's mit den Lagerkapazitäten aus? Soweit erstmal gut. So viel haben wir da jetzt eigentlich noch gar nicht. Aber irgendwann müssen wir natürlich auch dran denken, ein zweites Lager zu bauen. Beim Wasser, das leert sich hier halt langsam, das Reservoir. Aber das geht recht langsam vonstatten. Ich meine, wir haben ja auch Kakteen. Wir steuern ja dagegen, gegen den Verlust. Und ja, beim Silo ist auch noch lange nicht voll. Also ich meine, da futtern sie jetzt gerade die Bären halt vor allem weg, weil gerade natürlich nichts anderes zur Verfügung steht. Aber noch leidet niemand Hunger, von daher. Das mit dem Mais dauert halt ein bisschen irgendwie. Warte mal, wir müssen mal schauen vielleicht, dass wir mal hier Leute abziehen und hier Leute hinzufügen. Würde ich sagen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir machen mal den Onbu-Arzt, den machen wir mal zu. Den braucht man jetzt eh nicht. Wo haben die sich denn jetzt da reingeordnet, die Arbeiter? Warte mal. Die haben sich jetzt irgendwo reinbegeben. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Nach einem langen Marsch durch die Wüste können deine Kundschafter es kaum erwarten, etwas Wasser zu trinken. Doch leider finden sie nur ein ausgetrocknetes Flussbett. Folgt dem Flussbett stromaufwärts, um die Quelle zu finden. Das könnte etwas dauern, daher müssen unsere gesamten Wasserreserven aufwenden. Durchsuche die Umgebung nach anderen Ressourcen. Hier gibt es nichts zu finden. Wir sollten nach Hause gehen. Wir suchen mal beim Flussbett. Also weiter nach oben. Guck mal, siehst du, am Rande der Erschöpfung finden sie die Quelle des Flusses. Sie füllen ihre Flaschen mit Wasser und ihre Taschen mit feinem Sand. Hat doch funktioniert, sehr gut. Man muss auch einfach logisch denken. Nicht wahr? Kundschafter sind zurückgekehrt, sie haben 30 Wasser und 30 Sand mitgebracht. 30 Sand? Den können sie ja dann hier reinpacken. Aber wofür brauchen wir eigentlich Sand? Bisher noch eigentlich ja nicht so wirklich für irgendwas. So, jetzt haben wir hier leider immer noch nicht die Menge an Leuten, die wir brauchen. Da kann ich irgendwo vielleicht wen abziehen. Ah, hier ist der. Okay, den kann ich nicht wegen Sägewerk und so. Warte mal, wir hatten, glaube ich, mehr Bretter als... Ja, ich mach mal bei der Bretterbude, mache ich mal einen raus. Damit der dann vielleicht woanders noch arbeitet. Und hier macht man auch einen weniger. Wir brauchen mehr Leute beim... Bei Nahrungsmitteln. Aha, mal hier auch einen weg. Achso, ja stimmt, warte, apropos mehr Leute. Ich wollte doch hier... Siedlung, genau. Schick mal die Leute zur Siedlung. Oh, da ist ein Tornado da hinten. Leichtes Gewitter. Jetzt wird's ja richtig heftig. Und da kann ich mich entscheiden. Warte mal, da vorne. Wollen wir nach rechts gehen zum Tornado? Nach Süden, da ist es auch ein bisschen entspannter, glaube ich. Komm, wir gehen nach Süden. Ah, jetzt könnt ihr wieder abstimmen, ihr könnt abstimmen. Wo sollen wir lang gehen? Ihr könnt es entscheiden. Ihr könnt es bestimmen. Ihr seid diejenigen, die entscheiden können. Ja oder nein? Nein oder ja? Oh, alle wollen zum Tornado. Alle wollen zum Tornado. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir sowas von gedacht, dass ihr zum Tornado... Ich kann eure Gedanken nämlich lesen. So ist das nämlich. Nein, ja, nein, ja, 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 ja. Ja, 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 nein, nein, ja, ja, ja. Geil. Sauber. Ich habe einen Weg ausgewählt. Und da kommen wir mal eine Dürre vorher. Eine lange Dürre. Ja, 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 ja. Dreimal ja. Nee, nur einmal ja. Das ist dreimal, das zählt, glaube ich, dann nicht. Aber schön, wie das funktioniert. Dass ihr das einfach nur mit Schreiben machen könnt. So. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen. Nimm sie auf. Nimm sie. Drei gesunde Menschen sind freigetreten. Nice. Warte mal, dann können wir gleich hier wieder die Jobs ein bisschen ausweiten noch. Machen wir das mal gleich hier beim Bauernhof. Dass da gleich mehr Leute noch arbeiten. Haben wir Arbeitslose? Nee, keiner ist untätig. Okay, das war gut. So, warte mal, wir können auch gleich mal wieder noch ein paar Häuser bauen eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Aber das ist irgendwie cool. Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen, mit diesem... Das funktioniert besser teilweise als beim Lamm, beim Cult of the Lamb mit dem Integration. Geostorm. Ja, wo ist Gerald Butler, wenn man ihn braucht?
This is the Wandering Village! Pock. So sieht's aus. Nice. So, der Bauernhof läuft jetzt. Der läuft jetzt auch besser, weil wenn wir jetzt hier nicht mehr noch Mais kriegen, dann kriegen wir nicht hier noch Mais und dann kriegen wir nicht hier noch Essen. Essen ist gerade mit das größte Problem. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken jetzt. Es sind einige am Verhungern. Nee, das ist noch nicht Verhungern, das ist einfach nur Hungern. Verhungern ist, wenn ein rotes Symbol über dem Kopf ist. Dann ist das Verhungern. Wenn es nur ein gelbes ist, dann ist es erstmal nur, dass sie Hunger haben. Und das ist noch okay, das geht noch. Guck mal, jetzt wird auch mehr Essen ausgeliefert hier. Jetzt geht das nach oben. Von daher, es war knapp auf jeden Fall. Es war knapp. Es hätte nicht länger dauern dürfen. Erwartet Entscheidung, ah. Du bist auf eine kleine Gruppe von Siedlern gestoßen. Nimm sie auf. 5 Leute mehr, nice. Hungrige Menschen auch noch. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal hier hinten zum Bergwerk nochmal. Oh, da vorne wär's grün geworden, das Gebiet. Aber ich glaube, hier ist es auch ein bisschen milder. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es nicht. Siedlungsruinen. Da wäre es vielleicht auch noch ganz spannend gewesen, mal zu gucken. Er hätte es Brot gegeben oder so. Vielleicht schaffen wir das noch. Müssen wir mal schauen. So, ist der Sammler hier fertig? Nee, der braucht noch mehr Steine. Warte mal, jetzt müssten wir ja untätige Leute eigentlich haben, oder? Oder auch nicht. Egal, ich weiß trotzdem mal beim Steinmetz ein paar mehr Leute zu noch. Genau. Hier wird Holz gefarmt. Da können wir jetzt eigentlich beim Sägewerk auch einen mehr dazugeben. Und hier auch wieder einen mehr. Mal gucken, ob das jetzt reicht noch von Mitarbeitern. Dorfbewohner 39 und 38 Betten. Oh. Da müssen wir wohl mal hier dafür sorgen, dass dieses eine Haus hier mal fertig wird. Wir haben ein bisschen zu wenig Betten. Da mache ich gleich mal die Prio hoch. Würde ich sagen. Damit das Bett zuerst fertig wird. Also das Haus mit den Betten. Ja, der eine da, der hat keinen, hat keine Unterkunft. Wie wirkt sich das dann eigentlich aus? Bedürfnisse, Nahrungsvielfalt 0 von 2, Nahrungsqualität 0 von 3, Wohnqualität 0 von 2. Was ist eigentlich das Symbol mit den Pilzen? Warte mal. Schlechte Nahrungsvielfalt, schlechte Nahrungsqualität. Weil er Bären essen musste wahrscheinlich. Wähle deine nächste Forschung aus. Was? Gallensaftextraktor extrahiert Gallensaft aus Onbus Gallenblase. Galle, das ist ja ein Komposthaufen. Ich glaube, wir machen mal einen Komposthaufen. Gallenextrakt. Das ist ja ein Ding. Was hier passiert, meine lieben Freunde. Hier, guck mal, sie kriegen Maisbrei oder was das ist. Polenta. Verarbeitetes Nahrungsmittel höherer Qualität hergestellt aus Mais, genau. Meistens. Nimm die 2. Die Gallenblase. Ja, also, ja, jetzt habe ich das andere genommen. Der Onbu hat gleich schon wieder Hunger. 12%. Ich fütter ihn mal. Onbu füttern. Immer schön Gas geben. Damit er immer schön weiterläuft. Damit er nicht anhält, wenn er Futterbedürfnis hat. Auch Hunger genannt. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben Eisenerz mitgebracht. Nice. Oh nein, jetzt gehen wir zum Sturm, zum Sturm. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Gehen wir mal zur verlassenen Stadt noch. Da kriegen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Essen. Oh, aber guck mal, ich glaube, wir haben das ganz richtig gemacht, dass wir eher zum Sturm sind. Weil hier oben, da ist nämlich Gift. Beim Sturm müssen wir mal gucken. Guck mal, der zieht ja weiter. Der ist ja nicht immer an derselben Stelle. Vielleicht, wenn wir es schaffen, wenn jetzt der Onbu sich nochmal ausruht hier und wir ihn dann einfach beschleunigen und dann einfach schnell dran vorbeilaufen lassen, vielleicht können wir dann am Sturm vorbeigehen, ohne dass er uns trifft. Das wäre natürlich praktisch. 2 weitere Häuser planen. Ich muss erstmal das eine Haus hier fertig kriegen. Das sind ja 6 Leute, die da reinpassen. Es fehlt ja nur ein Bett, von daher, das müsste ja eigentlich gehen. Brauchen wir eigentlich noch irgendwie... Ach, guck mal, Lady Raya ist ja in der Kolonie. Guck mal. Das ist ja geil. Jetzt sind hier Zuschauer. Goofy First ist auch drin. Zuschauer sind in meiner Stadt.
Die ersten Zuschauer sind angekommen. Okay, Jeff nicht. Goofy First haben wir. Bridget haben wir. Weston, warte. Mal gucken, wen ich alles entdecke. Warte, sieht man die Namen hier aufgelistet? Nee. Gibt es irgendwo eine Liste, wo man die Namen sieht? Der Onbu schläft jetzt, glaube ich. Trampelpfad ist kein Zuschauer. Nee, das ist... oh, hier ist einer am Verhungern. Wer ist das? Seana. Gebt ihm doch was zu essen. Um Gottes Willen. Wie Ostern, ja. Zuschauersuche. Ich mach mal in die Küche noch einen Arbeiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht schnell genug geht da. Krass, krass, krass. Jetzt müsste man irgendwie eine Liste haben, wo man die Namen sieht irgendwie. Notizbuch des Dorfältesten. Ach so, das ist der... Das ist das Tutorial, glaube ich. Ich bin schon drin. Das war ja einfach... Ja, Goofy First hat es schon geschafft. Aber jetzt verhungern sie alle. Was ist da jetzt los hier? Winnie? Es müssen ja eigentlich die sein, die jetzt gerade bei den letzten paar Schwüngen dazugekommen sind. Also es müssen ungefähr 8 Leute gewesen sein, die da jetzt reingekommen sind. 8 Zuschauer müssten es eigentlich sein. Wie gesagt, das macht Twitch jetzt einfach, oder anders gesagt, das Spiel wählt sich aus den Twitch-Zuschauern im Live-Chat irgendwelche Namen aus, die dann da ausgewählt werden. Kannst gleich wieder auf Rüben umstellen, die Felder. Ja, das ist jetzt die Frage. Dann brauchen wir ja auch Kaktus nicht mehr, ne? Oder soll ich die Kaktus stehen lassen und lieber das mit dem Mais umstellen auf Rüben? Warte mal, muss mal gucken. Wie weit sind wir denn da noch weg jetzt? Oh, da kommt der Sturm. Ich lass mal den Ombu jetzt schneller laufen. Lauf! Guck mal, da könnt ihr aber nichts entscheiden tatsächlich. Das macht er selber. So, jetzt warte, jetzt stelle ich hier um auf Gedöns. Rübe. Dann müssen wir aber dann hier auch wieder auf... also von Polenta umstellen auf Dings. Aber da müssen wir jetzt erstmal warten. Jetzt wird ja noch Mais geerntet. Wächst der Mais jetzt eigentlich noch hier? Oh nee, der wächst nicht. Guck mal, siehst du? Das ist natürlich dann so eine Sache. Warte, jetzt nein, Rübe. Rübe, 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 genau. Die Rüben wachsen aber. Naja, so semi. Mal kurz gucken. Oh, da sind wir genau vorbei am Sturm. Nice. Haben wir richtig gemacht auf jeden Fall. Zum Glück wackelt das Bild nicht die ganze Zeit. Naja, wir wackeln schon, aber unsere Sichtebene ist halt auf die Siedlung fixiert und deswegen fällt uns das gar nicht so auf. Sonst würden wir wahrscheinlich ständig seekrank werden, wenn wir immer diesen Hintergrund da die ganze Zeit sehen. Das ist ja auch designtechnisch sehr clever gemacht, weil stellt euch vor, man müsste jetzt wirklich immer von der Seite drauf gucken, auch so von hier. Man würde wahrscheinlich echt, irgendwann wird einem motion sick, glaube ich. Das ist ja genau auch der Effekt von Seekrankheit, deswegen werden Leute ja seekrank, wenn sie auf dem Schiff stehen und der ganze Hintergrund bewegt sich und das steht halt im Konflikt mit dem, was das Ohr wahrnimmt an Bewegung und so und das ist halt dann alles komisch und deswegen, ja, wird man dann seekrank. Motion Sickness in 3, 2, 1, ja, so ähnlich. Junge, Junge, guckt euch das an. Ja, nee, das ist schon okay so. Was? Giftigkeitsstufe. Bewege die Maus über die Giftigkeitsanzeige. Ach so. Das sollte ich jetzt einfach so mal machen. Okay. Hier ist anscheinend eine Entscheidung. Deine Kundschafter treffen auf eine Gruppe von Leuten aus einem nahegelegenen Versteck, die die Siedlung erkunden. Sie wollen handeln. Sie sehen erschöpft aus. Wir könnten ihnen etwas von unserem Wasser abgeben. Wir lehnen den Handel ab. Was, wir könnten ein paar unserer Nahrungsmittel tauschen. Naja, wir geben ihnen Wasser, komm. Warenhandel. Sie sind sehr durstig und akzeptieren das Angebot. Im Gegenzug überlassen sie dir nicht nur die erbeuteten Waren. Oh, Glas haben wir gekriegt. Eisen, Wissen und... Ah, geil, das ist doch ein guter Trade. Bisschen Wasser rausgeben. Ich meine, Wasser kriege ich ja jetzt wieder. Müsste jetzt wieder normale Feuchtigkeit hier sein. Wie süß Onbu gehend, ja. Wieso gibt es so viele nicht bewirtschaftete Felder? Ja, wahrscheinlich, weil jetzt Umstellungen sind. Also ich schätze mal hier die Kakteen, die... Ja, die wachsen jetzt nicht. Warte mal, dann können wir hier jetzt auch eigentlich umstellen auf Rüben. Würde ich sagen. Onbu schläft. Warte mal, wo sind wir denn gerade eigentlich? Was ist denn jetzt los? Achso, er ist sehr müde anscheinend gerade. Wir sind gerade...
Ja, an einer schönen Stelle eigentlich. Warte mal, dann können wir hier gleich mal nochmal zum Bergwerk nochmal gehen eigentlich. Und dann vielleicht noch zu der Siedlung hier. So, mal gucken. Ist ein guter Deal auf jeden Fall. Ein bisschen Wasser rausgegeben und dafür ein Wissensdings gekriegt. Wähle deine nächste Forschung. Was haben wir denn? Ja, den brauchen wir eigentlich mal wirklich, den Dekontaminator. Damit wir giftige Stellen entgiften können am Onbu. Weil der Onbu wird ja auch durch Gift krank. Und das ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn der krank wird. Ja, das sieht doch aber ganz süd aus. So, jetzt ist das Haus hier fertig. Wie sieht es denn aus jetzt mit Unterkünften? Wir haben 44 Betten und 39 Leute. Dann reiße ich jetzt hier nochmal eins von diesen Zelten ab. Das sind ja immer zwei Betten. Dann haben wir 40 Betten. Da ist noch eins übrig. Und dann werfen wir schon mal ein neues Haus noch an hier im Bau. Eine neue Hütte. So. Weil dann können wir nämlich dann nochmal drei Zelte abreißen, wenn wir die Hütte gebaut haben. Genau. Können wir drei Zelte wegmachen. Dann haben wir irgendwann keine Zelte mehr. Das ist nämlich das Ding. Dann haben wir irgendwann... Weil die Hütten sind stabiler. Wenn die Leute in den Hütten wohnen, dann... ist das stabiler und auch die Giftresistenz ist höher. 20% ist doppelt so hoch. Und das ist halt gut, wenn wir durch einen vergifteten Bereich gehen, dann werden die Leute nicht so schnell vergiftet. Die Pilze sehen interessant aus. Du meinst die auf der Karte, das sind Giftpilze, da kann man aber nichts machen. Das ist, zeigt einfach, dass da der Bereich ein bisschen höhere Giftlevel hat hier, also von... Genau, hier steht es jetzt, Giftigkeitsstufe Mittel, genau. Also wir sind jetzt schon auch in so einem giftigen Bereich tatsächlich. Müssen wir mal gucken, wachsen denn hier jetzt diese komischen Giftpflanzen auf Onbu? Nee, sieht nicht so aus. Also Giftpflanzen wachsen gerade nicht. Aber die Leute sind so ein bisschen leicht kränklich. Vielleicht sollten wir mal sicherheitshalber den Arzt schon mal aktivieren. Damit, wenn die Leute vergiftet sind, damit die sich dann heilen können. Kundschafter sind zurückgekehrt. Was? Sie haben schon wieder was gefunden. Dann lasst mal gleich nochmal hier hingehen. Ah, hier können wir schon mal eine Entscheidung machen eigentlich. Wo wollen wir denn da lang gehen? Also, hier sieht es ja so ein bisschen fruchtbar aus. Wäre vielleicht eine Idee, nach Norden nochmal zu gehen. Allerdings, man könnte jetzt auch noch ein bisschen warten und gucken, was hier halt kommt, ne? Sonst ärgert man sich dann, wenn man dann nach links geht und dann stellt man fest, hier hinten sind die blühenden Landschaften nach Süden und nach Norden ist dann plötzlich wieder irgendwie Einöde oder so. Und das ist hier vielleicht noch so ein kleiner grüner Fleck. Wir wissen es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, ich warte noch mit der Entscheidung. Ich darf aber nicht zu lange warten, weil sonst verpasse ich die dann. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn wir das verpassen. Hatten wir jetzt eigentlich schon diesen Steinbruch bekommen? Ja, hatten wir schon. Den mache ich den jetzt mal hier hin. Okay, hier passt da nicht hin. Da müssen wir ihn hier oben hinbauen. Onbu ist wieder aufgewacht. Sehr schön. Onbu wedelt mit dem Schwanz. Nice. Vielleicht mal wieder füttern auch. Warte mal. Füttern, füttern, füttern. Onbu füttern. Nicht, dass der mir jetzt hier im vergifteten Bereich anhält und dann zu lange rumsteht und dann sich selber noch vergiftet. Nom, nom, nom. Hey. Nice. Nice, nice. Noch ist Zeit. Mal gucken. Schwer zu sagen, ob hier oben wirklich so ein großer, fruchtbarer Bereich ist, ne? Ihr könnt da auch theoretisch dieses Gebiet noch ewig weitergehen. Wir werden es auch nicht erfahren, weil der Bereich wird ja nur bis hier aufgedeckt. Sieht jetzt momentan eher nicht danach aus, als würde da oben sehr viel fruchtbarer Bereich sein. Vielleicht ist es wirklich schlauer, einfach hier weiterzugehen. Erstmal. Kompostplatz planen, ja. Erstmal brauchen wir ja den Dungsammler. Warte mal, da war irgendwas. Achso, nee, das ist die Fahne. Ich dachte gerade schon, da wäre irgendwie was kaputt. Erstmal brauchen wir ja das Ding hier. Das wird jetzt auch gebaut. Und da ist es fertig. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Dung kann auf einem Komposthaufen weiterverarbeiten. Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist dann so ein Kran, der dann nach unten fährt, oder was? Ja, da müssen wir ihn wahrscheinlich immer fleißig füttern. So, warte mal, dann baue ich jetzt den Komposthaufen. Den baue ich jetzt einfach... Naja, halt hier so hin, daneben halt, ne? So. Und dann vielleicht da mal eine Straße rüber bauen.
dass wir da schnell hinkommen. Also, dass die da nicht so lange hinlaufen müssen immer. Machen wir mal so. Da werden zwar jetzt ein paar Bärenbüsche entfernt, aber ist auch egal. Entlang dieser Straße können wir ja dann noch mehr Häuser auch bauen und auch noch andere Anlagen und so. Ist ja eigentlich nicht schlecht. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, jetzt müssen wir uns, glaube ich, entscheiden. Okay, also hier oben gäbe es einen Schneesturm und hier drüben ist wieder Wüste. Hm. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Norden. Aber ihr müsst es ja eh entscheiden. Ihr müsst ja entscheiden, wie wo es lang geht. Entscheidet euch. Ja oder nein. Nein oder ja. Ja oder nein. Weil auf Wüste, ich weiß nicht. Wüste habe ich irgendwie... Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe mit Wüste irgendwie nicht so viel am Hut jetzt. Jetzt, wo wir gerade erst alles umgestellt haben. Ja, nein, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, ist das irgendwie geil irgendwie. Das ist ja voll, als wenn wir das zusammenspielen irgendwie. Jawohl. Nice. Es funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus hier. Guck mal. Ich glaube, die Wüste da, die wäre jetzt nicht so spannend. Hier müssen wir uns entscheiden. Ich bin auf eine Gruppe gestoßen. Nehme ich die auf? Ja, komm, was soll der Geiz? Wir brauchen Arbeiter. 5 Leute, jawohl. Guck mal, da müssten jetzt auch wieder mehr Zuschauer rumlaufen eigentlich. Schauen wir mal. Lady Raya habe ich hier wieder erwischt. Viking ist dabei. Nice, Viking 1990. Der Servierer ist auch ein Zuschauer. Zacharia, Darkbass auch. Guck mal, wen haben wir hier noch? Huch, wähle eine nächste Forschung. Lagerhaus, Gallensaft. Dann machen wir mal das mit dem Gallensaft jetzt. Der Servierer ist hier. Ist nicht so einfach, die anzuklicken, wenn die so schnell sind. Darkbass. Jeppy! Ninja! Plumikorn! Nice! Moses. Ist Moses auch ein Zuschauer? Nee, ich glaube nicht. Moses ist, glaube ich, kein Zuschauer. Moses ist der, der das Meer geteilt hat. Knallimann ist aber ein Zuschauer. Definitiv. Nice. Der Wahnsinn. Ist geil, wenn man sich da wiedererkennt, ne? So, jetzt muss ich ja... Jetzt habe ich ja voll viel Druck. Jetzt darf ich die ja nicht verhungern lassen, ey. Boah, jetzt ist so ein richtiger Druck ist das jetzt hier. Pass mal auf. Ich mache jetzt hier gleich mal noch mehr Arbeiter in die Nahrungsproduktion. Oh, wir müssen hier umstellen auf Rübensuppe. Genau. Die müssen nämlich gerade Rüben essen, sehe ich gerade. Weil die gerade in der Küche nichts herstellen. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Küche bauen. Damit die auch für den Fall, dass wenn wieder auf Mais umgestellt wird, dass die dann auch... halt das verarbeiten direkt. Oder ich muss halt immer aufpassen. Dekontaminator wurde... Achso, stimmt. Den können wir ja auch machen, den Terminator. Warte mal. Terminator. Wo ist der Terminator? Hier ist der Terminator. Holzbrett und Steinplatte. Ich glaube, wir haben gerade einfach nicht genug Zeug. Ich glaube, wir müssen da mal jetzt dann... Wo mache ich denn den eigentlich? Ich mache den mal hier so hin. Der Dekontaminator. Wurde jetzt schon dumm gesammelt? Ich muss da mal ein bisschen drauf achten. Oh, da sind 2 Schneestürme hintereinander, wenn das mal gut geht. Aber ist besser, als wie wenn wir hier in die Wüste gegangen wären, auf jeden Fall, würde ich sagen. Schicke Kundschaft, ja. Gehen wir mal zum Bergwerk. Ja, stimmt, ist jetzt eine gute Frage. Hat sich das jetzt orientiert an Abos eigentlich? Also an Leuten, die Abos haben? Oder sind auch welche jetzt dabei gewesen, die keine Abos haben von euch? Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ninja, nee, Moment, Ninja hier hat kein Abo, genau, und Ninja ist auch dabei. Also es richtet sich, und Servira hat auch kein Abo. Also es richtet sich nicht nach den Twitch-Abos. Es wird wirklich random entschieden, wer da verewigt wird und wer nicht. Genau. Es sind die Follower wahrscheinlich dann auch. Könnte sein, dass es einfach die Follower sind, die da ausgewählt werden. Genau, Servira hat kein Abo und Ninja hat auch kein Abo. Genau, und Robby ist ja, war Robby nicht auch schon drin? Weiß jetzt gerade gar nicht. Knallimann. Knallimann hat aber ein Abo, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau, aber ja, man kann schon sagen, also die Abos sind nicht die Auswahlkriterien. Vielleicht ist wirklich einfach random. Einfach viel schreiben. Ja, das kann auch sein vielleicht, dass es die Leute erwischt, die viel schreiben. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es, oder es ist einfach random.
Müsste ich die mal fragen vielleicht, welche Kriterien da, nach was der da guckt. Wer schreibt, der bleibt. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Wandering Village. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Wandering Village, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.